Und jetzt kommt ein Mann. Er ist seit 40 Jahren im Showgeschäft. Er feiert in diesen Tagen 30-jähriges Plattenjubiläum. Und führende Frauen Deutschlands werden bewusstlos, wenn nur die erste Silbe seines Vornamens fällt. Er sieht strahlend aus, wie immer. Herzlich willkommen, Karel Gott! Ja. Danke, das ist mein Tenorschal. Man sieht, du bist Tenor. Hinter der Bühne ist ein bisschen kalt und ich habe gestern im Studio ganze Nacht gesungen. Bist du Borussia Dortmund-Fan? Ein Lied für Borussia, ja. Ein Lied für Borussia? Ja, habe ich gestern gemacht. Du weißt, schwarz-gelb, so wie meine Biene war. Ja. Ach, jetzt auch für Borussia? Ja. Wie, du alleine gesungen oder mit der ganzen Mannschaft? Nein, ich habe gesungen gestern mit Norbert Dickel. Also den kenne ich seitdem, als er noch für Köln gespielt hat. Hey, damals. Und dann ehemalige Torjäger. Ja, und jetzt Stadionsprecher in Dortmund. Richtig, ja. Ja, er ist Stadionsprecher. Und er war damals, als Köln in der ersten Liga war, war er hier beim FC. So. Köln ist ja immer noch. Köln ist ja so gut. Man nennt dich, das ist ein Klischee, aber es stimmt natürlich, die goldene Stimme aus Prag. Warst du ein Kind, das schon im Jugendalter gesungen hat und wolltest du immer Sänger werden oder wie bist du Sänger geworden? Das war bei Wettbewerb unter dem freien Himmel vor 35 Jahren mit Gitarre, Feuer am Feuer, 3000 Menschen, alle Tramps. Und da bei dem Wettbewerb habe ich ein Lied gesungen, das war damals irgendein Country-Walzer, Jodel. Da habe ich gejodelt. Gejodelt? Ja. Du kannst jodeln? Ja, ja. Immer noch? Das klang so ungefähr. So ungefähr klang das. Hey, da wäre auch eine ganz andere Richtung möglich gewesen, Volksmusik oder so. Ja, aber du bist ja, das muss ich mal sagen, ja, du bist ja ausgebildeter Opernsänger. Ja. Richtig, ich habe Konservatorium, so richtige Belcanto studiert, ja? Aber nicht so ganz ernst. Ich wollte nicht der akademische Sänger sein, ich wollte nur die Technik beherrschen und eventuell in Pop reinbauen. Ja. So, und mein Ziel war so etwas Gemischtes, Tenor-Liebeslieder, so wie Mario Lanza damals angefangen hat. Ja. Das ist der große, die Frauenherzen, das bist du ja auch, die Frauenherzen im Sturm erobern, oder? Ja, man kann sagen, ein Tenor mit Liebeslieder kam immer gut an. Kommt immer gut an und wird immer. Als Elektrotechniker in Fabrik habe ich, muss ich ehrlich sagen, immer Abfuhr bekommen von den Mädchen. Wirklich? Ja, ja. Warst du, hast du auch gearbeitet als Ja, als Elektrotechniker, ja. Hast du auch richtig gelernt? Ja, ja, Elektrotechnik. Und dann als Tenor, also Tenorstimme ist doch schon ein Argument, muss man sagen. Ja, aber unglaublich, aber du bist ja derselbe Mensch geblieben. Wenn du sagst, wo ist die Birne? Oder so, das ist ja auch nichts anderes. Ja. Ich mach mal die Streckdose. Ja, das kommt bei den Frauen nicht an, so etwas. Das erschreckt die Frauen. Das erschreckt. Ja. Hey, jetzt weiß ich, woran es liegt. Ja. Das heißt, es muss schon mehr diesen Schmelz haben. Ja, ja. Das ist der beste Argument, aber natürlich nur für Anfang. Ne? Richtig, ja, irgendwann muss man ja aufhören zu singen. Dann muss man schon mehrere Argumente haben. Ja. Sind dir schon mal die Argumente ausgegangen? Ja, auch, dann singe ich wieder. Ja, so ist das nicht. Hey, Leute, mir ein. Du bist auch ein leidenschaftlicher Maler. Ja. Ja. Als Hobby, oder? Nee, ich wollte als Kind schon immer Maler werden. Und ich habe mich vorbereitet für die Prüfung in Akademie. Aber diese Prüfung habe ich nicht geschafft. Und Malerei bleibt für mich bis heute
Nicht mehr als Hobby, muss ich sagen. Und weil Bedarf, Malerbedarf sowie Farben, ja, Pinsel nicht billig ist, nicht wahr? Ich verstehe das. Ja. Ich verstehe, ja. Zeig mal ein Bild von Karel Gott. Wir haben ein Bild. Hier. Und ich muss sagen, ein wunderschönes Motiv, diese Häuserteile. Ja. Das heißt, 5 Minutes After, 5 Minuten danach. Ist ein bisschen surrealistisch, erotisch. Ja. Ja, 5 Minuten danach. Ja. Warum hat sie keine Zigarette in der Hand? Das ist toll. Hängen diese Bilder bei dir zu Hause? Du lebst in Prag? Ja, in Prag. Ich habe da ein Haus und in dem Haus Atelier. Und da hängen die Bilder. Hast du keine Angst, dass da nachts einer einbricht und die klaut? Ja, Klautzki wird gemacht schon bei uns. Ja, wirklich, Klautzki. Ja. Und zwar... Prag ist Tschechien, meine Damen und Herren. Die Hauptstadt von Tschechien. Ja? Wunderschöne Stadt. Ja, wunderschöne Stadt, aber es passierte schon bei mir ein Einbruch. 4 Uhr nachts, ich schlief in meinem Schlafzimmer, plötzlich allein? Höre ich Schritt. Allein und mit Oropax sogar. Ja. Und trotzdem habe ich die Schritte gehört daneben, ja, und da habe ich gesagt, verdammt, das ist schon ein Einbruch. Runter gelaufen, wo im Schrank unten meine Pistole ist, und... Aber da stand der Zweite, also sein Komplize. Aha. Und da habe ich mir gedacht, jetzt muss ich, also war Bank spielen, und da habe ich eine Attrappe vom Kamin, eine alte Waffe. Was machst du hier hinter dem Rücken? Und er hat sich erschrocken und ist wieder weggelaufen. Dann griff ich die Pistole, einen Warnschuss, und der andere ist auch gelaufen. Die Polizei hat sie gefasst. Aber was interessant ist, die wollten mein Bild klauen. Ja. Die haben die alte Meister da hängen lassen und die wollten... Großartig! Ja. Profis! Das Bild... Die wissen, dass das noch was im Wert schwer steigt, nicht? Ja, ja. Sie wollten den echten Gott haben, nicht Van Gogh. Van Gogh, ja, sondern echten Gott. Ja. Und du bist ja ein Mann mit beiden Ohren, nicht? Also nicht wie der arme Holländer. Karel, das ist dein Platzki, dein CD-Ski, ja, und zwar Karel Gott, die schönsten Liebeslieder. Und ich finde es absolut großartig. Du singst live, ja? Nicht nur, dass du live singst, sondern nur von einem Flügel begleitet. Das ist wirklich, da legst du die Karten auf den Tisch. Großartiges Lied, wie heißt es? Be My Love. Be My Love von deinem großen Idol. Mario Lanza. Mario Lanza, ein wunderbarer für alle Damen. Ein Tenorlied. Viel Erfolg. Danke, Harald. Viel Erfolg für Borussia Dortmund, meine Damen und Herren. Karel Gott. Danke. Be My Love. Be my love, for no one else can end this yearning. This need that you and you alone create. Just fill my arms the way you fill my dreams, the dreams that you inspire with every sweet desire. Be my love, and with your kisses set me burning. One kiss is all I need to seal my fate, and hand in hand we'll find love's promised land. There'll be no one but you for me eternally. If you will be more. Danke dir. Karel Gott.